spiele den Guy, den großen Bruder von Theo. Und wir beide sind zwei Trickbetrüger, zwei Diebe, zwei Scharlatane. Aber Guy ist der Optimist, der lebensfrohe Mensch, der das Gefühl hat, alles wird schon irgendwie gut gehen. Und ihm fällt es natürlich schwer, sich zu konzentrieren, gerade wenn es um so Schätze wie diesen hier geht, weil er dann doch schnell irgendwie ein Auge für hübsche Mädchen hat. Die beiden wollen diesen Schatz hier stehlen. Und währenddessen verliebt sich Guy aber dann in die jüngste Prinzessin. Und das geht aber natürlich alles total schief, weil er dann total zwiegespalten ist. Zwischen dem Schatz, also zwischen seinem Bruder und eben der Prinzessin. Und die beiden werden verbannt und Guy muss dann lernen, okay, was ist jetzt eigentlich wichtig, wem habe ich jetzt ein Versprechen gegeben und was bedeutet Liebe? Also ne, es geht eigentlich ist es eher das Ding, dass er dann für die Liebe kämpfen möchte, für die Liebe zu Mathilda. Und um eben zu Mathilda zurückzukommen, bittet er die junge Fee Fingerhut, ihm Superkräfte zu zaubern, also die Kräfte eines Bären zu zaubern. Aber das geht dann leider schief und er wird in einen Frosch verwandelt. Ich bin ein sehr optimistischer, lebensfroher Typ, der versucht mit allen möglichen Tricks an sein Ziel zu kommen. Man kann jetzt hier im Märchen einfach total viel Spaß haben, locker sein und man weiß einfach, okay, es ist für die Familie, also eine Geschichte für die Familie, für den Zuschauer, für Kinder natürlich überwiegend, aber auch eben mit dem Ziel, dass dann die Eltern mit davor sitzen und denken, okay, was ist das für eine tolle Geschichte, was ist das für ein toller Film. Ich glaube, der Moment, in dem Guy unterschwellig Mathilda seine Liebe gesteht. Genau. Und der erste Moment, in dem wir in der Geschichte Guy und seinen Bruder Theo kennenlernen. Das ist auch mit meiner Lieblingsszene, ja. Wenn du ein Versprechen gibst, dann halte das auch und kämpf um die Liebe. Also es ist eher wirklich, die Liebe ist hier im Fokus als jetzt in dem originalen Märchen. Als ich jünger war, ja, da haben wir schon dann abends dann eher Filme wie Kevin allein zu Hause, Kevin allein in New York geguckt. Oder ich habe als Kind, fand ich total toll, Nightmare Before Christmas. Aber mittlerweile ja, sind Rituale an Weihnachten fallen eher weniger aus. Ja. Eine Zeit lang fand ich Hänsel und Gretel echt schön. Also es ist eine tolle Geschwistergeschichte, da ich auch selber eine Schwester habe. Und Gretel eben diejenige ist, die dann ihren Bruder rettet. Also Gretel ist die Heldin der Geschichte. Deswegen fand ich das Märchen immer irgendwie toll.